Ja, da bin ich auch nochmal. Hallo YouTube. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt, weil ich ja hier ein Sofa drin haben will. Habe ich ja schon mal gesagt. Und jetzt zeige ich mal, ich habe aber nur 5 Minuten und 13 Sekunden Zeit zum Filmen. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Hier habe ich jetzt die ganzen Steckerleisten in den Korb. Den Schrank hier, den muss ich noch komplett leer räumen. Und für die Sachen hier muss ich mir Plastikkisten besorgen, da ich das aus den Kartons in Plastikkisten packen will und dann im Keller, weil ich dann die Filme aus diesem Schrank hier, die Filme, die hier drin sind, kommen dann hier rein. Und der Schrank hier und der Schrank, die tue ich dann weg, weil die sind auch total kaputt hier oben. Den muss ich schon festmachen, damit er nicht umfällt und den auch. Hier sieht man auch schon, dass das Brett durchgebogen ist. Auf jeden Fall tue ich für die Sachen, die jetzt hier drin sind, hole ich mir Plastikkisten. Dann tue ich das aus den Kartons raus, in Plastikkisten, dann in den Keller. Und dann tue ich aus dem Schrank die Filme hier rein, tue den Schrank weg, der bleibt auch hier. Hier habe ich jetzt die ganzen Sachen draufgepackt. Hier habe ich die Lichter drin, hier habe ich die Außenlichter drin. Im Keller habe ich auch schon ein bisschen umgeräumt. Und dann muss nämlich, wenn der Schrank da weg ist, muss dann der Schreibtisch dahin, weil ich habe mir vorhin die Maße von dem Sofa aufgeschrieben. Und 1,62 m würde genau von hier hinten an, vom Ende vom Bett bis hier hingehen, wo jetzt der Computer steht. Daher passt das mit dem Schreibtisch da nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt die Sachen hier aus den Kartons rauspacken. Also ich muss mir erstmal Plastikkisten besorgen. Dann muss ich die Sachen aus den Kartons in Plastikkisten packen. Dann packe ich das in den Keller und dann packe ich die Filme aus dem Schrank hier rein. Dann kommt der Schrank hier weg und der Schrank kommt weg. Wie man schon sehen kann, habe ich schon einige Kabeltrommeln vorhin im Keller gebracht und das da oben muss dann auch noch alles im Keller, weil auf Dauer fühlt man sich dann nicht wohl, wenn das so voll ist. Also ich habe noch nie gesehen, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass sich jemand die Wohnung so zupackt, hier wie ich. Das habe ich noch nie gesehen. Und das mit solchen wertvollen Sachen. Also es gibt keinen, also es gibt niemanden, der sich so die Wohnung zupackt. Das macht niemand. Und deswegen will ich auch aufräumen. Also es gibt niemanden, der sich die Wohnung so zupackt. Davon gibt's niemanden. Die Leute wollen das alles schön gemütlich haben und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, bei mir hier auch aufzuräumen, dass ich mir das hier richtig schön gemütlich machen kann und dass ich hier das hier nicht mehr so vollgepackt habe. Im Keller kann ich das ja ruhig machen und dann verriegele ich den Keller richtig, dass da keiner mehr reinkommt und dann ist gut. Ich gehe ja sowieso jeden Tag mehrmals im Keller runter gucken, ob alles okay ist. Ich gehe mittags gucken, ich gehe nachmittags gucken, ich gehe abends gucken im Keller, ob alles seine Richtigkeit hat. Von daher kann ich das auch runterpacken. Auf jeden Fall, der Schrank kommt weg, der Schrank kommt weg. Dann kommen die Filme von da rein, die Sachen kommen in Plastikkisten und den Keller. Der Schreibtisch kommt dann dahin und da unten kommt ein Sofa hin. Weil es gibt niemanden, der sich die Wohnung so zupackt wie ich hier. Davon gibt's niemanden. Und das ist mir auch zu voll hier auf Dauer. Man rennt überall vor, deswegen muss ich hier mal aufräumen. Ich fände es ja schön, wenn der Felix mal kommen würde und mir mal helfen würde, weil er hat's mir versprochen gehabt. Okay, dann sage ich mal bis später.